In diesem Video zeige ich dir heute, wie ich vorgehe, wenn ich eine neue Packung Kaffee, eine neue Sorte hier stehen habe und ich mein ganzes Setup aufeinander abstimmen möchte. Ich habe eine Bezzera Duo stehen, bei der habe ich viele Möglichkeiten, was Einstellungen anbelangt. Ich kann auch die Tassengrößen programmieren. Ich zeige dir heute, wie das geht. Und dann haben wir hier eine Eureka Mignon Kaffeemühle stehen. Ich kann natürlich den Mahlgrad verstellen. Ich habe mehrere Dosierungen, die ich angeben kann mit einem Timer vorne an der Mühle. Schauen wir uns an, wie das funktioniert. Damit wir nachher das Zweiersieb eingestellt haben und Top Espresso in der Tasse haben. Damit auch das Einersieb dann funktioniert. Und wir schauen uns da das geschmackliche Feedback an, wie wir uns rantasten an die neue Bohnensorte. Und wenn wir den spitzen Espresso in der Tasse haben, schauen wir uns an, wie wir die Milch richtig schäumen und einen Top Cappuccino in unsere Tasse bekommen. Los geht's! Bevor ich am Morgen irgendetwas anderes mache, schalte ich als allererstes die Espresso-Maschine ein. Und bevor wir spitzen Espresso zubereiten, machen wir einmal kurz den Wassertank sauber. Das heißt, jeden Tag nehme ich den Wassertank einmal raus und ich fülle den wirklich auf mit frischem Wasser. Warum ich das mache, hat mehrere Gründe. Zum einen, vor allem im Sommer bildet sich innerhalb vom Tank so ein bisschen ein Film, eine Ablagerung. Ich möchte die einmal wirklich rausmachen und den Tank sauber machen. Gewisse Tanks kann ich auch in die Spülmaschine geben, damit die wirklich sauber sind. Und zum anderen, das Wasser, das wir zum Kaffeebrühen verwenden, sollte wirklich frisch sein. Kaffee besteht fast nur aus Wasser. Das sollte einen guten Geschmack haben. Die Inhaltsstoffe vom Wasser, die haben einen großen Einfluss, wenn es darum geht, was wir aus dem Kaffee lösen und was wir nicht daraus lösen. Hier in Arbon haben wir ein ziemlich gutes Wasser. Wir können hier direkt ab dem Wasserhahn unser Wasser verwenden. Das solltest du bei dir zu Hause prüfen, ob das geht oder nicht. Und gegebenenfalls das Wasser entweder filtern oder Flaschenwasser benutzen für deine Kaffeezubereitung. Was ich dann auch immer mache, ich spanne den Siebträger ein, damit der wirklich durchgängig geheizt ist. Und ich lasse einmal eine Wassermenge durch die Maschine laufen, damit das Wasser, das alte Wasser von gestern, was im Kessel drin ist, einmal rausgespült wird, frisches Wasser auch innerhalb der Maschine drin ist und wir frisches Wasser aufheizen zum Kaffeebrühen. Es kommt so ein bisschen auf deine Maschine an, wie viel Wasser dein Kessel ist, wie viel du rausspülen solltest. Aber ich mache das so je nachdem 10 Sekunden und dann lasse ich alles einmal durchgängig aufheizen. Wenn der Dampfkessel einmal auf Temperatur ist, hier an der Bezzera sehe ich das an der Temperaturanzeige, dann lasse ich bei jeder Maschine einmal den Dampf ab. Wenn ich das nicht mache, dann fehlt mir beim ersten Mal Milch schon wirklich die Leistung. Ich mache das einfach beim Aufheizen standardmäßig. Einmal Dampf ablassen, 10 Sekunden warten oder so. Und dann nochmals aufheizen lassen. Dann bei dieser Maschine kann ich zusätzlich auch noch die Temperatur einstellen, die Kesseltemperatur. Ich gehe hier standardmäßig für die meisten von unseren Kaffees für den Start einfach auf 93 Grad. Dann schaue ich, wie das Ergebnis in der Tasse schmeckt und gegebenenfalls werden wir da noch zum Ende eine Einstellung oder eine Korrektur an der Einstellung vornehmen. Gut, dann kann das Ding jetzt einmal komplett aufheizen, den Siebträger aufheizen und wir widmen uns einmal der Mühle zu. Ich stelle sie einmal ein, nehme den Deckel runter und dann fülle ich das Ganze einmal mit Kaffee auf. Hier wichtig, ich fülle nur so viel Kaffee auf, wie ich auch wirklich so an einem Tag brauche. Lieber, dass wir nachkippen, als dass wir den Hopper füllen und dann 4-5 Tage alten Kaffee trinken. Also ich fülle hier einmal etwa so viel auf, brauche noch ein bisschen mehr Kaffee heute fürs Einstellen und dann den Zipper einmal verschließen, damit der Kaffee auch lange frisch bleibt. Das Ziel heute mit dem Kaffee, wir wollen einen balancierten, runden Espresso machen, der genügend Stärke
auch hat für unseren Cappuccino. Der Kaffee aus Honduras, der hat ein bisschen Säure, ein bisschen Süße, ist ein gewaschener Kaffee und der hat ziemlich schokoladige, baumnussige Noten. Und das ist ein super Kaffee, der so ein bisschen beides kann. Hat auch genügend Stärke, um dann in der Milch nicht unterzugehen. Wenn du nicht weißt, wie du deinen neuen Kaffee zubereiten sollst, anhand vom Röstgrad wählen wir aus, was für ein Rezept wir nehmen. Wir haben hier ein Home Barista Handbuch zusammengestellt und auf der Seite 6 haben wir eine Übersichtstabelle gemacht für helle, mittlere und dunkle Röstgrade. Hier haben wir einen mittleren Röstgrad, so mittel bis dunkel. Und dann wählen wir einfach mal für den Start das Rezept für die mittlere Röstung aus. Und wir haben hier eine Pulvermenge von 18 Gramm, eine Wassermenge von 45 Gramm und wir zählen auf eine Extraktionszeit von 30 Sekunden. Das ist so ein gutes Allrounder-Standardrezept. Und du findest die Zusammenfassung hier vom Home Barista Handbuch auf unserer Seite. Den Link dazu lege ich dir unten in die Beschreibung. Und wir nehmen das jetzt mal als Ausgangslage für unseren Kaffee, den wir heute zusammen einstellen. So, dann haben wir ein Rezept ausgewählt. 18 Gramm Kaffeepulver, 45 Gramm Espresso in der Tasse und wir zielen da auf 30 Sekunden ab. Wenn alles aufeinander passt, dann gibt uns das einen guten Startwert, wo die Stärke vom Espresso etwa stimmen sollte. Säure, Bitterstoffe irgendwo in der Balance liegen sollten, dann können wir das Ganze probieren und dann gegebenenfalls Einstellungen vornehmen. Jetzt haben wir genug gequatscht. In der Zwischenzeit sollte unsere Espressmaschine einmal durchgängig geheizt sein und dann können wir als erstes einmal die frischen Kaffeebohnen, einmal eine Portion beziehen, Espresso ziehen und dann schauen, wo wir zeitlich landen. Das heißt, ich nehme einmal den Siebträger in meine linke Hand. Dann schaue ich, dass der einmal einerseits heiß bleibt und andererseits trocken, sauber und frei von Tropfen ist. Wir machen es heute so, ich mache alles mit der Waage, aber ich zeige dir auch, wie du es einstellen kannst, wenn du vielleicht keine Waage zu Hause hast. Aber als erstes lege ich hier meinen Siebträger einmal auf eine Waage, das kann ruhig auch eine Küchenwaage sein. Ich tariere das Ganze und dann hole ich mir einfach mal eine Doppelportion. Als erstes, weil wir frische Bohnen drin haben und weil wir nicht wissen, was als letztes in der Mühle war. Nehme ich einmal das alte Kaffeepulver und spüle das einmal aus der Mühle raus. Und dann hole ich mir jetzt, einfach mit dem Mahlgrad, der eingestellt ist, einmal eine Doppelportion. Mal kurz anklopfen und dann schaue ich mal, wo wir von der Grammzahl liegen. Gut, wir haben jetzt 20 Gramm. Ich nehme also noch 2 Gramm raus, damit wir bei 18 Gramm zu liegen kommen. Und jetzt geht es einmal darum, das Ganze sauber im Sieb drin zu verteilen. Einfach damit wir überall gleich viel Kaffeepulver haben. Und damit wir bei der Brühung, bei der Extraktion überall gleich viel Gegendruck aufbauen. Damit wir wirklich links, rechts im Sieb, hinten und vorne überall gleichmäßig extrahieren und so ein runder, balancierter Espresso entsteht. Ich tamp das Ganze und hier geht es wirklich darum, sauber, gerade und horizontal das Ganze anzudrücken. Ich mache das jeweils mit meinen drei Fingern so auf der Seite aufliegen lassen, damit man so ein bisschen das Gespür bekommt, ob ich gerade bin oder ob ich wirklich noch ein bisschen schräg bin und dann braucht man auch gar nicht so fest zu drücken, einfach bis man unten das Pulver einmal komprimiert hat, gerade rausziehen ohne Drehung, ohne nichts und dann hier einmal noch die Pulverresten auswischen,
Einfach, dass wir oben die Brühgruppe nicht dreckig machen. Gut, wenn wir alles richtig gemacht haben, haben wir jetzt einen Kaffeekuchen, der bereit ist, gegen 9 Bar Druck anzukommen. Nirgends irgendwo ein Loch gemacht, damit sich da Channels bilden können. Und jetzt schauen wir einfach mal, weil wir nicht wissen, wo unser Mahlgrad ist, schauen wir einfach mal, was passiert. Als erstes spüle ich einmal die Maschine kurz durch, also ich flasche die Maschine, damit einerseits die Temperatur in der Brühgruppe auch wirklich perfekt ist und auch immer gleich ist und andererseits, damit die Dusche oben, falls da noch Kaffeepulverresten sind, damit die einmal wirklich auch sauber ist, bevor wir extrahieren. Bei der Maschine hier habe ich links meinen Einer-Knopf programmiert, der dann fürs Flushing zuständig ist, damit auch immer die gleiche Zeit, die gleiche Wassermenge geflasht wird. Dann spanne ich einmal an. Handfest reicht hier wirklich. Man muss gar nicht so fest anziehen. Ich stelle meine Tassen inklusive Waage drunter, tariere das Ganze und starte ziemlich zügig mit meinem Bezug. Ich schaue jetzt wirklich nur noch auf die Grammzahl. Das Ziel ist 45 Gramm. Das heißt, wenn wir irgendwo bei 40 sind, dann stoppe ich die Extraktion auch schon. Dann läuft noch ein bisschen weiter und jetzt sind wir irgendwie bei 46. Ich sehe schon die Zeit, das waren jetzt 17 Sekunden. Das heißt, wir sind viel zu schnell. Es ist noch einiges kürzer als das Ziel von 30 Sekunden. Aber das Verhältnis von Kaffeepulver, die 18 Gramm, zu der Wassermenge 45 Gramm, müssen schauen, dass wir das einhalten, einfach damit die Stärke vom Espresso, damit die konstant bleibt. Jetzt weiß ich schon, der hatte 17 Sekunden. Ich kann den probieren, aber der wird ziemlich sicher sauer schmecken. Hat genügend Säure, ist auch ein bisschen wässrig. Man kann da ganz bestimmt noch ein bisschen mehr Balance reinbringen. Je länger ich den jetzt extrahiere, desto bitterer wird der. Das heißt, die Säure nimmt dann ab, weil mehr Bitterstoffe drin sind. Und er wird ein bisschen mehr Power, ein bisschen mehr Intensität bekommen. Das heißt, hier der erste Versuch, eine Unterextraktion. Ich lasse den mal hier stehen. Und dann würde ich sagen, machen wir die erste Einstellung an der Mühle. Das heißt, wir zielen auf 30 Sekunden. Wir hatten jetzt nur irgendwie 17. Und ich mache einmal einfach an der Mühle einen Ticken feiner. Und ich empfehle dir hier wirklich kleine Änderungen zu machen. Auch wenn wir hier weit von 30 Sekunden entfernt sind, mache ich hier nur, ich gehe von Tick 3 auf 2,5. Und dann machen wir das Ganze nochmals. Den Timer vorne an der Mühle lasse ich jetzt mal konstant bei den 12 Sekunden. Dann kommt ganz sicher weniger Kaffeepulver raus als bei der letzten Malung. Vorhin hatten wir 20 Gramm, dann werden jetzt weniger als 20 Gramm rauskommen. Aber das passt auch, weil wir ja auf 18 Gramm abzielen. Das heißt, ich klopfe hier einmal aus. Wieder einmal sauber wischen. Ich tariere nochmal und jetzt hole ich mir einmal mit einem feineren Mahlgrad nochmal Pulver. Wichtig hier, bei den meisten Mühlen, die haben einen Totraum, die haben innen zwischen den Scheiben noch altes Pulver und auch da ist ein bisschen ein Weg von Scheibe bis zum Auswurf, wo dein Sieb ist. Das heißt, da sitzen ein paar Gramm Kaffee drin, die noch vom letzten Mal sind, also von der letzten Malung, von der letzten Korngröße sind. Und die nehme ich einmal raus und ich produziere jetzt leider ein bisschen Waste. So, dann gehe ich wieder auf meine 12 Sekunden und ich dosiere jetzt einmal eine Portion, eine Doppelportion in meinen Siebträger. Die Waage ist immer noch tariert. So. Einmal ein bisschen verteilen, damit ich keine Sauerei mache. Und jetzt haben wir 18,7, 18,8. Das heißt, ich nehme noch ein bisschen Pulver raus.
Dann habe ich wieder 18 Gramm. Ich verteile wieder schön. Vertikal klopfen. Und wieder möglichst gerade tampen. Putzen, abwischen. Ich flash wieder meine Maschine, nehme die Waage zur Hand. Und dann geht's einmal ans Messen. Tassen darunter, Waage tarieren. Und dann möglichst rasch den Bezug starten. Ich sehe schon, der läuft ein bisschen langsamer. Aber immer noch zu schnell. Das heißt, wir haben immer noch das gleiche Problem. Wir sind jetzt schon bei 30 Gramm, noch nicht mal bei 20 Sekunden. Und wir haben jetzt knapp 20 Sekunden, sind aber schon bei unseren 45 Gramm in der Tasse. Das heißt, ich muss noch ein bisschen feiner stellen, meine Mühle noch ein bisschen feiner machen. So. Und die Richtung stimmt auf alle Fälle. Ich habe jetzt hier Espresso Nummer 2. So. Vielleicht noch ein Tipp für die, die es ohne Waage zu Hause messen. Ich nehme mir da so eine Espresso-Tasse und ich schaue wirklich auf das Volumen. Mit einer Grammwaage kann ich das ziemlich genau machen. Dort habe ich immer so die Referenz von der Grammzahl. Wenn ich das von Auge machen muss oder vom Volumen machen muss, dann ist halt die Crema immer anders. Das heißt, manchmal schäumt der Kaffee ziemlich stark und dann sieht es aus, wie wenn die Tasse schon voll ist. Dabei ist es eigentlich nur Crema, die fast kein Gewicht hat. Und das führt dann dazu, dass man fast schon Ristretto trinkt und die Stärke einfach völlig außer Balance ist. So, dann habe ich jetzt zweiten Versuch. Ich probiere den einmal kurz. Der müsste immer noch ähnlich schmecken. Das heißt, wir haben immer noch super viel Säure. Immer noch eine Unterextraktion. Und wir machen einmal nochmal das gleiche. Ich muss auch hier noch ein bisschen mehr Kaffeepulver, ein paar Kaffeebohnen mehr haben. Ich sehe schon meine Mühle, die war oben schon fast leer. Und das hätte dazu geführt, dass die Bohnen anfangen zu springen, nicht mehr richtig gemahlen werden. Der sogenannte Popcorning-Effekt. Und das führt dann dazu, dass nicht mehr gleich viel Pulver vorne rauskommt. Ganz einfach, weil oben die Bohnen einfach wegspringen und nicht gemahlen werden. Das heißt, einmal kurz auffüllen. Ich nehme wieder meinen Siebträger, wische den einmal durch, dass der trocken ist. Und dann tarie ich das Ganze nochmals. Spüle meine Mühle wieder. 2-3 Sekunden, damit ich wieder einen neuen Mahlgrad habe. So. Und jetzt ziehe ich mir wieder eine Doppelportion, einfach mit der gleichen Zeit. Und jetzt sollte es ja wieder ein bisschen weniger Pulver werden. So. Schauen. 17,1, also nochmal fast ein Gramm weniger. Ich hole hier noch ein bisschen mehr Pulver. So. Ich mache wieder Pack Prep. Einmal tampen, einmal wischen, einmal spülen. Ich spanne den jetzt einmal ein, spanne den wieder aus. Und das ist für die, die zu Hause keine Waage haben, um die Dosierung, die Menge zu messen. Wenn ich den jetzt ausspanne und ich sehe auf dem Kaffeekuchen die Dusche, den Abdruck der Dusche noch nicht, dann habe ich sicher nicht zu viel Pulver drin. Wenn ich aber nach der Extraktion einen schlammigen, wässrigen, matschigen Kaffeekuchen habe, dann hatte ich zu wenig Pulver drin. Das heißt, so kann ich die Menge an Pulver in meinem Siebträger überprüfen. Und was wir jetzt machen, einfach wieder einspannen. Tassen darunter tarieren und dann auch wieder zügig meine Extraktion
meinen Bezug starten. Und wir warten wieder. Wir sehen schon, er läuft viel, viel langsamer. Und wir zielen auch wieder irgendwo bei 40, 45 Sekunden. Stoppen wir die Brühung. Und wir sind jetzt schon über 20 Sekunden. Das sollte auch geschmacklich einiges besser sein. Perfekt, 45, 46 Gramm. Und wir hatten 30 Sekunden. Und wir sehen schon anhand der Crema, dass das Ding sauber extrahiert wurde. Es ist deutlich dunkler als vorhin. Jetzt habe ich wirklich die Säure, die ist eingebunden, die ist jetzt nicht mehr so dominant. Ich habe noch nicht so viele Bitterstoffe drin, aber es ist deutlich mehr als bei der ersten Tasse. Aber auch die Stärke, die passt irgendwie zum Kaffee. Wenn ich den als Espresso trinken würde, dann wollte ich persönlich, möchte da nicht noch mehr Stärke drin haben. Der ist ziemlich gut zum Trinken. Vielleicht könnte man für den Cappuccino die Stärke ein bisschen erhöhen. Aber wir machen es jetzt mal so, dass wir den so lassen, weil er ziemlich rund, ziemlich ausgewogen ist. Gut zum Trinken als Espresso. Und der sollte eigentlich genügend Stärke haben, damit wir ihn auch nachher als Cappuccino zubereiten können. So, dann haben wir jetzt einmal den Mahlgrad, die Mengen, auch die Stärke vom Espresso so hinbekommen, dass es geschmacklich für uns in Ordnung ist, dass es gut ist. Jetzt geht es noch darum, die Geräte aufeinander abzustimmen. Das heißt, wir müssen jetzt einmal bei der Mühle den Timer richtig stellen. Wir hatten vorhin den Timer gar nicht angerührt, das Ganze nur mit der Waage gemacht. Das heißt, jetzt geht es darum, wir hatten ja zu wenig Kaffeepulver in unserem Siebträger. Das heißt, die 12 Sekunden an meiner Mühle, die sind zu kurz. Ich gehe da mal, ich weiß nicht, auf 13. Ich taste mich da so hin. Klopfe wieder aus. Wische meinen Siebträger trocken. Ich tariere das Ganze wieder. Bei 0. Und jetzt hole ich mir nochmal die Portion einmal mit den 13 Sekunden. Und schaue, ob das jetzt die 18 Gramm in meinem Siebträger drin sind. Mahlgrad, den lasse ich so, das hat ja gepasst. Haben wir 19. So. Also bei 12 Sekunden auf dem Timer hatten wir 17, bei 13 hatten wir 19. Damit ich nicht zu viel Waste produziere, gehe ich jetzt hier mal auf 12,5 auf die Mitte, dann sollte es theoretisch bei 18 Gramm sein. Und wir können es ja nachher nochmals überprüfen, wenn wir einen Cappuccino machen. Das heißt, ich bereite hier mal den Kuchen vor. Und was wir jetzt noch machen, wir programmieren einmal noch die Füllmenge, das Tassenvolumen, damit auch das wirklich sitzt und korrekt eingestellt ist. Bei der Bezerra bleibe ich hier rechts auf dem Knopf drauf. So lange, bis das Ganze anfängt zu blinken. Und wenn es blinkt, dann sind wir im Programmiermodus. Ich wähle dann die Tasse aus, die ich gerne programmieren möchte. In dem Fall der 2x Espresso-Knopf. Und jetzt lernen wir der Maschine die neue Füllmenge. Das heißt, ich stoppe jetzt, damit wir wieder die 45 Gramm in der Tasse haben. Haben wir gleich. So, sind wieder bei 30 Sekunden. Ich drücke einmal die rechte Taste zum Speichern. So, dann haben wir jetzt den 2er Espresso perfekt eingestellt. Wir haben die Mühle, auch den Knopf für den 2er Espresso richtig eingestellt. Was uns jetzt noch fehlt,
damit alles aufeinander abgestimmt ist. Das ist der eine Espresso. Das heißt, ich nehme mir einmal das eine Sieb mit dem eine Auslauf, spanne den ein, damit der wirklich auch vorgeheizt ist. Und jetzt ist es so, den Malgrad, den lasse ich wirklich bei dem Setting, was wir vorhin zusammen gefixt haben. Und jetzt spiele ich eigentlich fürs eine Sieb nur noch mit der Pulvermenge. Ich schnappe mir einmal einen Becher. Das geht beim einer Sieb ein bisschen einfacher. Ich tariere jetzt den Becher. Gehe hier auf die einer Portion und dosiere hier einmal einfach eine Portion, so wie es aktuell bei der Mühle eingestellt ist. Und in der Regel brauche ich hier die Hälfte vom 2er Sieb, das wären 9 Gramm. Meist ist es beim 1er Sieb so, dass mehr drin Platz hat. Und weil ich am Malgrad nichts mehr ändern kann, kann ich nur noch an der Dosierung schrauben. Und ich nehme da meist ein bisschen mehr als die Hälfte. Ich starte so vielleicht bei 10,5. So, nehme ich mal 10,5 und dann schauen wir mal, wo wir landen. Das heißt, ich wische einmal den vorgeheizten Siebträger aus, versuche da das Pulver aus meinem Becher zu dosieren. So. Jetzt mache ich nochmal genau das gleiche, verschiedene Flaschen. Ich schnappe mir hier nochmals einen Turm Espresso-Tassen, spanne ein, stelle die Waage darunter, tariere das Ganze und dann starte ich auch schon den Bezug. Und jetzt wollen wir hier so etwa bei der Hälfte stoppen. 45 hatten wir vorhin beim Doppelten. Das gibt irgendwie 22,5 und wir sehen jetzt schon, der tropft ziemlich langsam raus. Es sieht so aus, als ob der Malgrad zu fein wäre. Malgrad wollen wir nichts ändern, also ist das gleiche, wie wenn die Pulvermenge zu viel wäre. Da ist zu viel Pulver im Sieb. Und jetzt bei 30 Sekunden, die Tasse ist aber noch nicht voll. Das heißt, wir machen es nachher so, dass wir jetzt weniger Pulver ins Sieb geben beim nächsten Versuch. Und jetzt haben wir 22, haben 47 Sekunden dafür gebraucht. Das heißt, wenn ich den probiere, der müsste jetzt ziemlich überextrahiert, ein bisschen bitter schmecken. Beim einer Espresso hat man oft das Problem, dass der nicht so gut schmeckt, meist ein bisschen an der Unterextraktion kratzt. Er ist aber trotzdem zu bitter. Das heißt, wir machen es jetzt so, dass wir die Dosierung reduzieren. Wir gehen da wirklich auch auf die von 10,5 Gramm. Ich gehe da ein bisschen runter, weniger Pulver ins Sieb. Das führt dazu, dass er schneller läuft. Und ich versuche da mal der Timermühle ein bisschen weniger zu geben. Ich gehe auf 7 Sekunden runter. So. Da immer noch zu viel. Ich nehme mal ein Gramm weniger, 9,5. So. Mache ich nochmal das gleiche, einmal ausspannen, ausklopfen und auswischen. So, dann wieder kurz flaschen,
einmal extrahieren. Vorhin waren wir irgendwo fast schon bei 50 Sekunden. Das heißt, es sollte jetzt ein bisschen schneller gehen. Tropft immer noch langsam. Jetzt hat er am Tempo zugenommen. Sieht schon besser aus. Jetzt deutlich unter den 40 Sekunden. Jetzt haben wir schon 30. 35 Sekunden. Das ist nicht schlecht. Schau mal, wie der schmeckt. Wenn ich jetzt so den Vergleich mache mit dem 2er Espresso, wir hatten jetzt irgendwie 35 Sekunden, der ist ein bisschen länger gelaufen als der 2er Espresso, aber ich lasse den 1er gerne ein bisschen länger laufen. Das 2er Sieb, dort haben wir wirklich einen konstanten, gleich dicken Kaffeekuchen. Wenn wir alles richtig machen, dann extrahiert der überall gleichmäßig und das gibt eine runde, gleichmäßige, saubere Extraktion. Mir persönlich schmeckt der 1er Espresso nicht so gut und ich habe ihn lieber, wenn er ein bisschen länger läuft, als der 2er Espresso. Und deshalb mache ich das so, dass ich wirklich bei den Einstellungen zuerst den 2er fixiere und dann schaue, dass ich den 1er mindestens gleich lang extrahieren lasse und schaue, wie das Ergebnis in der Tasse schmeckt. Und wenn es vergleichbar ist, wenn es nicht zu bitter ist, dann lasse ich die Extraktionszeit. Wenn ich jetzt mit 35 Sekunden einen zu bitteren Espresso habe, reduziere ich die Dosierung, schaue, dass ich auf 30 oder vielleicht auf 25 komme und schaue da nochmals, wie das Ergebnis in der Tasse schmeckt. Dann stellen wir noch den 1er Knopf auf unserer Mühle ein. Ich brauche ein bisschen weniger Pulver. Ich tariere wieder meinen Becher. Hol mir eine Portion und dann machen wir das gleiche nochmals an der Maschine. 9,3. So mache ich hier noch ein bisschen mehr und dann soll es passen. Ich trockne einmal mein Sieb, dosiere das Ganze wieder. Dann geht es auch schon ans Füllvolumen einstellen. Wieder lange auf dem Knopf bleiben, bis sie blinkt. Tasse darunter tarieren. Und jetzt nehme ich dieses Mal den 1er Knopf und stoppe wieder, sobald die Waage irgendwo bei 20, 22 Gramm ist. Perfekt, 22 Gramm in der Tasse und wir hatten jetzt irgendwie 33 Sekunden und dann passt es eigentlich. 2er Sieb, 1er Sieb, 1er, 2er Knopf, alles aufeinander abgestimmt. Die Dosierung, das Füllvolumen an deine Maschine, natürlich kannst du das auch vorhin schon programmieren. Du hättest auch beim zweitletzten Durchgang das Tastenvolumen schon programmieren können. Und dann hätten wir uns die letzte Runde sparen können. Oder wir machen es so, dass wir am Schluss einfach das Ding brühen und nochmals trinken. Dann geht es jetzt ans Milchschäumen. Wir wollen schauen, wie der Espresso, der jetzt geschmacklich aus meiner Sicht top ist, wie der mit Milch zusammen schmeckt.
Jetzt, wo wir alles eingestellt haben, brauchen wir die Waage nicht mehr. Ich kann die einmal zur Seite stellen. Auch mache ich mir hier ein bisschen Platz mit den Espressi, die wir gebrüht haben. Und dann geht's ans Milchschäumen. So, dann sind wir jetzt startklar für unsere Cappuccino-Runde. Wir haben jetzt einen Espresso gebrüht, der super lecker ist als sortenreiner Espresso. Nicht zu bitter, nicht zu stark, nicht zu viel Säure. Ziemlich rund eben. Ich habe das persönlich sehr, sehr gerne so als sortenreiner Espresso. Aber nachher zusammen mit der Milch ist es nochmal ein bisschen anders. Vielleicht hat er zu wenig Power gegenüber der Milch. Da müssten wir ein bisschen an unserem Rezept spielen, damit der Espresso mehr Stärke bekommt. Oder es kann auch wirklich spannend sein, wenn ich da eine Bohne wähle, die genügend Säure hat, genügend Süße hat, dass der eigentlich als Espresso schon fast zu sauer ist und dann zusammen mit der Milch erst so richtig zum Glänzen kommt. Das heißt, wir schauen jetzt, wie unser Espresso zusammen mit Milch schmeckt. Weil wir ja alles eingestellt haben, kann ich das Ganze ziemlich einfach machen. Ich hole mir also einen 2er Siebträger, dosiere meine programmierte Doppelportion. Und ich kann hier bei der Mühle immer Stopp drücken. Zum Verteilen zwischendurch und dann meine Portion zu Ende laufen lassen. So. Aber kurzes Flaschen und dann mit dem 2er Espresso-Knopf in meine beiden Cappuccino-Tassen. In der Zwischenzeit, wo der Espresso läuft, hole ich mir eine Kanne voll Milch. Ich nehme hier am liebsten 3,5% fetthaltige und pasteurisierte Milch. Also nicht UHT-Milch, die bereits ziemlich heiß erhitzt wurde. Die Pastmilch, das ist ein bisschen schwieriger von der Haltbarkeit. Wir müssen die gekühlt lagern. Aber die schmeckt wirklich zusammen mit dem Espresso nochmal einiges besser und der Aufwand lohnt sich wirklich. Beim Milchschäumen, wir haben hier separate ausführliche Videos gemacht. Um es hier für dieses Video kurz zu halten, gibt es beim Milchschäumen zwei Phasen. In der ersten Phase, der sogenannten Ziehphase, geht es darum, möglichst rasch Milchschaum zu bilden, also Luft in meine Milch reinzuziehen. Das mache ich, indem ich den Pitcher so langsam nach unten bewege, bis die Dampfpflanze fast schon aus der Milch rauskommt und ich das Geräusch höre, so ein Schlürfgeräusch höre. Bei dem Pitcher, bei der Milch, ich weiß, da zähle ich etwa auf 3 Sekunden. Ich lasse da 3 Sekunden Milchschaum entstehen und anschließend geht es in die zweite Phase, die sogenannte Rollphase. Ich tauche die Lanze tiefer ein, das heißt, ich gehe mit dem Pitcher einen Zentimeter höher und dann wird wirklich die Milch und der entstandene Milchschaum einmal sauber umgerührt und da geht es nur noch darum zu rühren und zu warten, bis wir die richtige Temperatur erreicht haben. Was heißt die richtige Temperatur? Wenn ich so mit meiner zweiten Hand, wo ich auf der Seite prüfe, nicht mehr so richtig dranbleiben kann, so nach einer Sekunde möchte ich die Hand wegnehmen, dann weiß ich, dass die Temperatur von meiner Milch etwa bei 65 Grad ist. Dann gehe ich einmal an die Lanze, der Espresso ist schon fertig. Zuerst Kondenswasser ablassen, einmal Lanze auspusten und dann lege ich meine Hand, meine rechte Hand einmal auf der Tassenablage ab, schau, dass ich ziemlich stabil dastehe, dass die Dampfpflanze gerade in meinem Pitcher ist und dann starte ich einmal Vollgas mit Carajo meine Dampfpflanze. Die Phase ist schon fertig, das Geräusch ist weg, Pitcher ist höher. Und jetzt rolle ich einmal meine Milch kräftig durch. Ich suche mir da einen Punkt in meiner Milch,
wo ich viel Bewegung sehe. Und dann bleibe ich eigentlich nur stehen mit meiner Hand oder mit meinem Pitcher. Warte, bis die Temperatur heiß ist. Und dann stoppe ich einmal die Dampfpflanze. Wichtig, so schnell wie möglich Dampfpflanze putzen, außen abwischen. Und jetzt geht es wirklich darum, das Ganze schnell zu gießen. Ich gebe der Milch keine Zeit, sich zu trennen. Ich mache das so, ich gieße einmal um, wieder zurück, dass ich hier wirklich einen sauber gemischten Milchschaum habe. Nehme mir eine Tasse in meine linke Hand und schwenke auch beides einmal durch, damit die Milch sich nicht trennt und hier die Crema einmal gebrochen ist. Geht ein bisschen besser für Latte Art. Und jetzt einmal das Herzgießen. Auch hier haben wir ein ausführliches Video gemacht. Zweiter Cappuccino. Wenn ich vorher die Milch umgegossen habe, dann habe ich in der Regel weniger das Problem, dass der erste und der zweite Cappuccino nicht der gleiche Milchschaum hat. Und dann kann ich den zweiten auch wieder gießen. Vielleicht mit einem Doppelherz. Noch ein Tipp zum Latte Art Gießen. Wir spielen eigentlich beim Latte Art Gießen mit den Mustern. Dort spielen wir immer mit der Geschwindigkeit und der Höhe vom Pitcher. Das heißt, wenn ich hier nahe mit meiner Auslaufspitze an die Crema komme, dann kann ich einen weißen Punkt machen und das erreiche ich, wenn ich hier die Tasse einmal ein bisschen schräg stelle, hier auf den Tassenrand aufliege und dann komme ich wirklich so nah ran, dass ich super einfach weiße Punkte gießen kann. Und hier kann ich wirklich schnell mit ein bisschen Tempo das Ganze eingießen. Das macht es ein bisschen einfacher, als wenn ich zu langsam gieße. Und dann, wenn ich da den weißen Punkt in der Tasse habe und ein bisschen höher gehe, so 2-3 cm über die Tasse, dann führt das wirklich dazu, dass ich keine weißen Punkte mehr zeichne, sondern nur noch den Strich durch das Herz ziehe und ich spiele eigentlich immer so mit den 2-3 cm Höhenunterschied und das reicht schon zwischen Punkt und Durchziehen zu unterscheiden. Dazu haben wir dir eine separate Videoserie gemacht mit verschiedenen Mustern zum Üben. Und wenn du das Herz im Griff hast, dann folgen eigentlich alle anderen Muster, weil die alle auf dem Herz aufbauen. Vielleicht abschließend zum Milchschäumen noch ein Tipp zu den Kannen. Ich mache das jeweils so, dass ich wirklich mit der gleichen Kanne das Ganze schäume. Ich nehme immer die große Kanne, mache 2 Cappuccino. Und dann stimmen meine Zeiten, ich bekomme Konstanz in meinem Schäumen und es geht immer etwa gleich lange. So kann ich gut üben, meinen Milchschaum wirklich perfekt cremig hinzubekommen. Und das gleiche beim Gießen. Ich gieße am liebsten mit dem kleinen Pitcher. Auch hier, wenn ich mal mit dem großen, mal mit dem kleinen gieße, dann sind die Winkel immer anders. Das heißt, auch hier nehme ich immer das gleiche zum Gießen. Und schaue hier, dass ich Konstanz reinbringe, dass ich wirklich die Muster üben kann und nicht jedes Mal mich wieder umgewöhnen muss. Jetzt haben wir einmal Cappuccino zubereitet. Wir schauen, wie der schmeckt. Ich persönlich habe es super gerne, wenn der Kaffeegeschmack im Cappuccino nicht zu dominant ist. Wenn es mehr Kaffeegeschmack sein soll, dann mache ich einen Flat White. Hier kommt wirklich der Kaffee durch. Wir haben ein Rezept, das super als Espresso geht, aber auch ziemlich stark im Cappuccino funktioniert oder ziemlich gut im Cappuccino funktioniert. Wir haben wirklich schöne Textur von der Milch, eine schöne Süße von der Pastmilch und zusammen mit dem Espresso, der ein bisschen Säure, ein bisschen Süße hat, gibt das wirklich einen runden, super leckeren Cappuccino. Das heißt, ich würde hier am Espresso-Rezept nicht viel ändern. Wenn du es stärker haben möchtest, dann würde ich sagen, nimm mehr Pulvermenge, lass die Wassermenge gleich
und dann hast du mehr Power in deinem Cappuccino. Oder nimm einfach zwei Espressi und mach dir einen Flat White anstatt einem Cappuccino. So, dann war's das mit der Einstellung von der neuen Bohnensorte. Einmal das komplette Setup zusammen angeschaut. Hat dir das Video gefallen, dann gib uns gerne einen Daumen hoch. Vergiss nicht, das Handbuch runterzuladen. Du findest dann nicht nur Rezeptguides, sondern auch alles, was wir heute besprochen haben, einmal ausführlicher. Du findest Tipps, wie du fortgeschritten, aber auch als Beginner deine Geräte einstellst und was du tun kannst, wenn dein Espresso nicht richtig schmecken sollte. Den Link dazu unten in der Beschreibung und dann sehen wir uns im nächsten Video.